Herzlich willkommen zu Easy Phyto, deiner ersten Adresse für einfache, saubere, kostengünstige Zimmerpflanzenbeschaffung und Pflege mit Erfolgsgarantie unter Anleitung gelernter Gärtner. Heute Hedera Helix, der Efeu. Efeu als ansehnliche Blattschmuckpflanze in deinen eigenen vier Wänden zu kultivieren, gleicht einem Kinderspiel. Es bedarf nicht einmal eines Waldstückes, um unser Ausgangsmaterial zu finden, denn Efeu wächst wirklich überall und ist eindeutig zu identifizieren. Was brauchen wir? Ein scharfes Messer und ein Schneidbrett. Einen Stift. Einen Frischhaltebeutel und ein Gummiband. Ein Topf? Nein, keinen Eintopf, der schmeckt zwar ziemlich gut, hat aber hier erstmal nichts verloren. Einige Efeu-Spitzen, 4 bis 5 sollten optimal für unser Vorhaben sein. Blumenerde und nährstoffarmes Substrat bzw. Sand. Efeu sammeln. Gesammelt werden lediglich Endstücke des Efeus, da diese von Anfang an den typischen, auf natürliche Weise schönen Wuchscharakter aufweisen, welchen wir gerne erzielen möchten. Wir schneiden nun geringer einem halben Zentimeter unterhalb des vierten Blattes mit einem ziehenden Schnitt unseren Steckling zurecht. Das letzte Blatt entfernen wir ebenfalls nahe der Sprossachse mit einem ziehenden Schnitt. Zu beachten gilt es, dass wir mit dem Messer keine Quetschverletzungen hervorrufen, da das gequetschte Gewebe absterben wird, was wir wiederum mit Fäulnis an der Pflanze zu verbüßen haben werden. Topf und Substrat vorbereiten. Da unsere Efeu-Stecklinge erst Wurzeln ausbilden müssen, nutzen wir nährstoffarmes Substrat, da dies das Wurzelwachstum fördert. Unsere Pflanzen bilden also vermehrt Wurzeln auf der Suche nach Nährstoffen aus. Um jedoch nicht zu viel Zeit und Arbeit investieren zu müssen, mischen wir zwei Teile Sand, einen Teil handelsüblicher Blumenerde bei. So können unsere Pflanzen erst einmal eine Weile in ihrem Topf stehen bleiben, bevor wir sie in reine Blumenerde umsetzen. Wir füllen unseren Topf mit dem angemischten Substrat bis zum Rand auf und klopfen ihn leicht auf die Tischoberfläche. Stecklinge stecken. Mit unserem Bleistift bohren wir nun für jede Pflanze ein kleines Loch in das Substrat. Wir bohren die Löcher gleich der Anordnung der Augen eines Würfels, wie wir ihn von handelsüblichen Brettspielen kennen. Die Stecklinge werden so tief in das Loch eingeführt, dass der letzte Blattansatz, in der Fachsprache genannt das letzte Nodium, oberhalb der Substratoberfläche befindlich ist. Mit unserem Stift drücken wir nun gleichmäßig von verschiedenen Seiten unser Pflanzloch zu. Sind alle Stecklinge gesteckt, gießen wir vorsichtig an, um den Stecklingen einen guten Bodenkontakt zu garantieren. Dabei achten wir darauf, die Stecklinge nicht freizuspülen. Bewurzelung. Wir stellen unseren Topf in den Frischhaltebeutel und verschließen den Beutel mit dem Gummiband. Die Pflanzen werden nun für 2 Wochen auf die Fensterbank gestellt und nicht mehr gegossen. Das Wasser des durchdringenden Angießens der Stecklinge reicht aus, da es nicht aus dem Beutel entweichen kann. In dem Beutel entsteht nun eine geringfügig höhere Temperatur sowie eine sehr viel höhere Luftfeuchtigkeit. Pflanzen verdunsten über ihre Blattoberflächen Wasser. Dieser Vorgang wird Transpirieren genannt. Für Stecklinge ohne Wurzeln das Ende, schließlich können sie ohne Wurzeln kein Wasser aufnehmen. Ist die Luft, wie in unserem Frischhaltebeutel, bereits sehr feucht, so kann die Pflanze wenig bis gar kein Wasser mehr transpirieren, da die Luft dieses nur noch schwer aufnehmen kann. Hurra! Unsere Stecklinge bleiben am Leben. Nach der ersten Woche öffnen wir den Beutel leicht. Nach der zweiten Woche entnehmen wir unsere Pflanzen dem Beutel und setzen sie in einen schönen Blumentopf. Ab hier müssen wir unsere Pflanzen regelmäßig gießen, sobald die Oberfläche des Substrates leicht antrocknet. Umtopfen. Optional können wir auf das Umtopfen verzichten, wenn wir unsere Pflanzen regelmäßig düngen. Ratsam ist es dennoch, unsere Pflanzen auszutopfen und in einen größeren Topf mit frischer Blumenerde zu setzen. Das erspart uns für einige Zeit den Aufwand des Düngens. Darüber hinaus können die Pflanzen ein größeres Wurzelgewebe in ihrem neuen Topf ausbilden, somit mehr Nährstoffe aufnehmen und entsprechend stärker wachsen. Wenn dir das Video gefallen hat, fühl dich frei, uns ein Abonnement und oder eine Bewertung dazulassen. Bei Fragen und Anregungen lass uns doch einfach einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, Pflanzen kultivieren. Dich!